So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Türmchen. Und ja, ne, ich habe euch ja gesagt, ich habe hier schon ein paar schöne Ideen, wie man das Ganze hier vielleicht am Ende ja abschließen könnte oder sowas. Mal gucken, ob ich das so mache, wie ich mir das in der letzten Folge vorgestellt habe, oder ob mir was Besseres einfällt. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit den restlichen Ecken. Dann, dann. So. Und dann. Frage ist, ist das hoch genug von hier aus? Nicht wirklich, ne? Aber es darf halt auch von unten nicht zu mega riesengroß aussehen. Bisschen größer könnte schon noch, ne? Durchaus. Ja, komm. Okay. So. Und zwar ist der Plan, dass das Oberteil quasi aus Holz ist. Ne? Weil ich denke mir so, das untere Teil von dem Turm ist vielleicht schon älter, ne? Schon von einer längeren Zeit gebaut worden. Und das obere Ding ist dann halt so im Nachhinein halt draufgesetzt. Weil, keine Ahnung, irgendeine spätere Kultur halt den Turm gefunden hat und hat sich gedacht, boah, Alter, das ist schon eigentlich so eine geile Location für so einen Überwachungsturm, ne? Weil da kann man halt voll so gucken und so. Und dann machen wir halt hier konkret oben drauf unseren eigenen Turm. Weil das Dach und sowas bei dem Turm hier einfach halt abgefallen ist oder was, keine Ahnung. Ne? Weißt du Bescheid? Das ist zumindest meine Idee, die ich hier hatte. So, ich mache einfach mal bis hier, komm. Soll ja mein Schaden am Ende nicht sein. Ich glaube, ich bin hier auf der gleichen Höhe. Ja. Okay. Mhm. Gut. Damit könnte ich die Treppen dann auch eigentlich wieder einpacken. So, und dann können wir den Rest eigentlich hier dann auffüllen, oder? So. Ja, doch, ne? Ich glaube, das wird ganz gut soweit. Wie gesagt, wir behalten hier weiterhin das übertrieben viel Cobblestone-Theme bei. Weil ich doch finde, dass das irgendwie ganz gut hier reinpasst, so. So. Bettchen-Time. Aua! Oh! Da habe ich mir den Nacken auf der Bettkante angehauen. Das ist natürlich... Ah, das tut noch morgens weh, Bro. Shit. Okay. Und aua. Nacken und Knöchel gebrochen, aber sonst geht's mir eigentlich gut. So. Nackenbruch, Knöchelbruch, alles Bruch, alles gut. So.
Da, 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 da. Nicht zu viel von dem Stonebrick hier mit reinmachen. So, gucken wir mal von unten, wie das aussieht. Ja, doch, ne? Ist jetzt nicht zu krank, finde ich. Und von hinten hoffentlich auch nicht zu klein. Nö, geht, ne? Geht eigentlich voll. Okay. Geht voll klar. Okay, vielleicht nicht so einer. Vielleicht machen wir so einen. Und dann hier so und da so und hier so und da so. Und zack, 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 Junge. Fertig. Fertig ist die Kiste. So. Und jetzt müsste ich eigentlich ein bisschen Holz besorgen. Aber ich würde gerne auch mal gucken, wie das von hier hinten aussieht. Ne? Wenn man so durch den Wald geht. Man kann hier ab und zu schon mal so einen kleinen Sneak Peek bekommen davon, auch wenn man hier hinten auf dem Weg ist. Ja doch, ne? Eigentlich ganz nice so. Und dann hier zwischen den Bäumen durch, doch, da drauf stehe ich. Finde ich übelst gut. Okay. Was ist denn hier los? Pa, 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 pa. 30 Frames geht klar, Junge. Was will man sich auch mehr wünschen in einem Spiel, ne? Ach, shit. Da fällt mir ein, ich habe vergessen, die Dinger hier rauszuwerfen. Okay. Hui. Packen wir die Dinger mal so lange hier rein und dann muss ich mir überlegen, welches Holz am besten passen würde. Eigentlich ja Eiche, oder? Ich glaube, ich habe Bock auf Eiche. Ich nehme jetzt mal einfach ein bisschen mehr mit. Weil jetzt muss ich nämlich überlegen, wie ich hier am besten arbeiten kann am Ende. Ich glaube, ich fange einfach mal hier so an. Einfach, weil ich hier vielleicht auch ein bisschen mehr Spielraum habe. Weißt du was? Wir fangen mal mit denen hier an. Und dann mache ich hier draus erstmal ein paar. Wobei, ich hätte vielleicht auch Steintreppen nehmen können für. Aber ich weiß noch nicht genau. Mal gucken, wie genau wir das machen am Ende. Ich glaube. Nee. Das ist doch ein Witz. Verarschen kann ich mich auch echt selber, ne? So. Ich weiß nicht, ob Stein da besser passen würde. Aber wir werden es sehen. Ich mache mal gerade hier. So.
Frage, wobei, nee, das ist mir ein bisschen zu viel hier, so. So. Frage ist, ob ich glaube, ich hole mal gerade ein bisschen Scaffolding, weil das ist mir gerade ein bisschen viel, das hier von alles mit Hochstacken und so weiter mal zu machen. Ich muss mir echt mal angewöhnen, mehr Scaffolding zu benutzen für solche Geschichten. Aua. Das ist frech. Okay. Ach komm, scheiß drauf. Wir nehmen einfach mal das ganze Scaffolding gerade und dann machen wir einmal Geschichte. Mann, ist hier drinnen heiß, ey. Alle Heizungen sind aus. Trotzdem schwitze ich mir hier einen ab. Okay. Stelle ich mir nämlich hier die Frage, ob es vielleicht doch geil wäre, wenn... Wenn hier so wäre und hier so. Und dann hier so einer rüber. Hat irgendwie auch was, ne? Auf der anderen Seite sieht das ein bisschen merkwürdig aus und ich weiß nicht, ob es geiler aussehen würde. Wenn es hier raussteht. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass es geiler aussieht, weil nämlich hier dann genau die gleiche Geschichte ist. So. Verdammt. Wobei doch geht eigentlich, ne? Es ist eine Überlegung wert, ob vielleicht die Steinstufen dann doch besser aussehen, aber das kann man ja im Nachhinein immer noch abändern. Wenn ich jetzt aber hier hingehen würde und... Na, komm schon. Hier einmal die Slabs reinballer. Nicht ganz. So. Die Frage ist nur, wie ich jetzt hier außen weitergehe dann. Ich könnte natürlich einfach ein Geländer da dran bauen und sagen, gut ist. Ne? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wenn man hier einfach einen Zaun drauf stellt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich gehe mal gerade kurz pennen. Aua. Okay.
Wir gucken gerade mal. Wo ist denn hier... Okay, wir sind richtig. Dab, dab, dab. Das heißt, wenn ich hier dann so machen würde, dann könnte ich... Nein! Ach. Dann könnte ich da das Dach drauflegen. Also interessant ist es ja auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob es geil ist am Ende. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Aber ich weiß, ich glaube, ich mache es jetzt einfach mal so. Krank. Oh Gott, okay, hi. Das wäre dann auf der Höhe. So. So. Ah, fuck. Okay, das hat besser funktioniert als erwartet. Mit dem Ranfliegen. Okay. Habe ich echt keine Treppen mehr? Schwach. B-b-b-b-b-b. Schon schwach, dass ich keine... Hallo? Keine Treppen mehr habe. So und so. Das hier kann weg. Sehr nice. Dann einmal von oben drauf landen und die restlichen Teile platzieren. Ja. Und die Teile platzieren. Wow. Okay. Und dann... Nicht ganz die Dinger hier ran. Und... So. Blub. Okay. Und ich glaube, dann werde ich hier die drei Teile einfach wegmachen in der Mitte immer. Dass wir hier so ein so eine Art Eingangsbogengerät haben. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja gut, auf der Seite ist das natürlich dann ein bisschen doof, weil ich jetzt nicht genug Slabs dabei habe. Aber ja, ne, Freunde, ich glaube, das passt so ganz gut. Ich gebe mal gerade hier ganz kurz von unten vielleicht nochmal einen Looky-Looky.
Ja, doch, ne? Also, das ganze Gebumse hier außenrum ist natürlich dann am Ende weg. Aber ich glaube, das kann ganz gut werden. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Patreons, die mich jeden Monat unterstützen.